Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light. Und wir sollen jetzt erstmal zu Spike rüberrennen und da ein bisschen Ausrüstung holen. Denen geht's gut. Denen da draußen wohl auch, wie mir scheint. Mal schauen, was der so für uns hat. Hey, halt dich von Reispack fern. Die haben sehr nervöse Zeigefinger. Wenn du fremden Rauch siehst, bedeutet das, dass ein GRI-Paket abgeworfen wurde. Mhm. Das ist doch schön. So, hallo Spike. Hey Spike, ich bin Crane. Echt toll, noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte? Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde dir Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Cool. Yep, die werden wir noch brauchen. 5 mal Böller. Okay. Tabulator-Tusten 1. Ah, alles klar. Ging aber auch, glaube ich, mit... Nee. Mittlerem Mausrad nicht. Du scheinst nicht recht auf dem Posten zu sein. Keine Sorge. Sarah wird eine Lösung finden. Hast du das über Reis gehört? Dieser Bastard. Er bereichert sich am Verkauf von Antizin an Leute wie dich und mich. Ich weiß nicht, wer von euch geredet hat. Wenn du geredet hast, bist du ein guter Bauchredner. Achso, da fällt mir gerade ein, ich wollte mir noch irgendwas umstellen, bevor ich das vergesse. Und zwar will ich mir ganz gern mal das, wo haben wir es? Bewegung. Könnt ihr euch auch mal hier die Dings anschauen. Wurf hätte ich gerne auf G. Einfach aus Gewohnheit. Gewohnheit fängt ja auch mit G an. So, dann geht's jetzt mal wieder ab nach draußen. Das mit dem, weiß ich, Tab 1. Ach, das sind hier die Waffen. Was haben wir denn da? Rohr. Ich glaube, das ist sogar noch am besten. Mit R können wir die Sachen dann halt... Ah, Plündern ist der Schlüssel zum Überleben. Durchsuchen Sie Leichen, verlassen Autos, Möbelstücke und das gibt's ja nicht, ich habe schon wieder vergessen. Ich muss mich echt mal wieder an das Aufnehmen gewöhnen. Das ist, glaube ich, echt zu lange her. Meine ganzen Standardriten sind nicht mehr drin. Durchsuchen Sie Leichen, verlassene Autos, Möbelstücke und sogar Mülleimer, um Geld, Waffen und Werkzeugteile zu finden. Nutzen Sie Ihren Überlebenssinn Q, um Gegenstände, die Sie plündern können, zu identifizieren. Gut, in der Umgebung gibt es auch noch diese Truhen. Die muss man dann knacken. Okay. Ich denke, das sollte aber auch noch einigermaßen gehen. So, wir klettern mal los. Die Sicherheitszone wird verlassen. Wir müssen nach da oben. Alles klar, dann geht's mal los. Hopp. Können wir hier einfach mal hochrennen. Ja, das hat unglaublich viel gebracht. Ich weiß auch noch nicht genau, wie gut ich mich nachher in der Stadt zurechtfinden werde. Ich glaube ja eher weniger. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Okay. Bin ich gut. Jade hier. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Na dann.
gehen wir mal. So, mal hier rüber. Das läuft dir soweit noch ganz gut. Hier bitte hoch. Danke. Dann schauen wir mal, ob wir was für den guten Mann tun können. Dahin bitte. So, dann würde ich ganz gern da irgendwie nach oben kommen. Geht das? Ja. Ein Krankenwagen da hinten. Könnten wir hier rüber? Hier auf diesen Wasserspender oder Wasservorrat. Und von hier aus... reicht das? Ja, müsste. Genau. Dann gehen wir hier weiter. Ja, wie gesagt, mit dem... Die Wegfindung klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ah, die haben wir dann auch oft mal Zeug rumstehen. Und ich glaube, dieses Rumgestöhne und Gekrächz ist, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Da sind ein paar Zombies. Das heißt, wir gehen mal schnell hier hoch. Da ist auch noch einer. So, einmal hinlegen bitte. Danke. Hier können wir auch nochmal in aller Ruhe plündern. Das lohnt sich eigentlich auch immer. Okay. Da ist jetzt nicht so viel los gerade. Das heißt, ich renne mal kurz in die Sicherheitszone rüber. Oh, ich habe mich getäuscht. Ja. Ist ja doch ein bisschen was los. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. So. Der ist immer noch nicht tot, jetzt aber. Juhu, und eine Errungenschaft freigeschaltet. Oder nee, ein Fortschritt. Wie war das, auf die Füße treten, dass die umfallen? Aua, nicht hauen. Geht aber eigentlich mit dem Rohr auch ganz gut. Na komm. Ja, das sieht doch nicht mehr so gut aus. Wie gesagt, unten sieht man die Haltbarkeit. Mit R kann ich das dann reparieren. Ich glaube, das lohnt sich auch für das Ding hier nicht. Da will ich dann meine Metallteile nicht für opfern. Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay, erlöse ihn. Erledigt. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Okay. So, damit haben wir eine Sicherheitszone freigeschaltet. Ach Mist. Jetzt müssen wir erstmal aufs Dach gehen. Auf das Dach. Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Da können wir nicht hoch. Ah, wir könnten aber hier auf den Wagen. So, dann können wir hier hochklettern. Sehr schön. Ja, wie gesagt, den meisten Häusern kommt man auch ganz gut hoch. Telefonieren wir mal eine Runde. Crane hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner
Jeder Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Na, schauen wir mal. Fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Crane? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Ja, alles klar. Ich sollte vielleicht auch langsam mal hier meine Böller... Schraubenschlüssel, schlichtes Rohr. Ja, das macht schon deutlich mehr Schaden. Aber wir haben ja noch hier ein bisschen was zum... Also, ich, wie gesagt, es ist auch wichtig, dass hier nicht nur auf die Schadenswerte achten, sondern halt von Infizierten. Ja, und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Jupp, 12 Böller sogar. Dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal hier hin. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar zu brennen. Ich würde das jetzt gern werfen. Ah, doch mit mittlerer Maustaste, alles klar. Dann könnt ihr mich mal alle dahin gehen. Ihr geht einfach mal, keine Ahnung, dahin. Ja, das war, glaube ich, jetzt nicht so sinnvoll. Na komm, riskieren wir es mal. Zack. Und wieder weg. So. Dann können wir nämlich hier noch einmal rüber wuseln. Hüpf. Da möchte ich gerne hoch. Dankeschön. Nehme ich das Rohr mal noch mit. Wie gesagt, das macht es ja nicht mehr lang. Und hier können wir das erste Mal Schloss knacken. So, und das funktioniert halt genau wie bei Skyrim oder auch Fallout. Bin mal gespannt, wie ich da jetzt mit zurechtkomme. Ach so, mit A. Okay. So, gut, das ging ja schon mal einigermaßen. Ich bin sie wie gewohnt, das mit D zu machen. Von daher muss ich mich da jetzt mal ein bisschen umgewöhnen. Wasserrohr, das ist schon mal nicht schlecht. Kaffee ist auch gut. Und dann... Ja, das nächste Auto. Da würde ich sagen, wir hauen einfach mal hier ein paar Böller hin. Und da hinten. Die lasse ich auch nur nicht gleichzeitig ablenken, sondern die gehen auf das, was als letztes geworfen wurde. Alles klar. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, flupp. Dann dürft ihr alle mal dahin laufen. Ich hüpfe mal in der Weile auf das Auto. Dahin. Wir können ja, glaube ich, auch den mal noch einen mitgeben. So, ich würde aber ganz gerne noch gerade mal die Waffe wechseln. Das war, glaube ich, jetzt ungünstig. Aber so, man kann die eigentlich ganz gut von hier erledigen. Problem ist halt nur, wenn die dann irgendwann auch aufmerksam werden. So, die sind da hinten noch einigermaßen weg. Das heißt, ich habe keinen. Wieso habe ich jetzt keine Böller mehr ausgewählt? Ah, jetzt. Dahin. Dahin.
Bin mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Und neue Wendigkeits... Spike, die Biester sind überall. Stufe? Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Oh, Mist. Na gut. Alles klar, dann verziehen wir uns mal. So, einmal hier hin. Kann ich hier irgendwie... Nein, nicht so wirklich hoch. Ich könnte mich auf das Schild draufstellen. Das ist doch schon mal... Hopp. Das war zu erwarten. Ich bin dann mal wieder weg. Jetzt müssen wir da unten drunter durch, wie mir scheint. Hier einmal rüber. Nach unten. Au, das tut also weh. Gut, ich dachte, alles, was irgendwie blau angezeigt wird. Naja, gut. Passt schon einigermaßen. Wo können wir denn hier hoch? Da sind ein paar Zombies. Zombie wäre, glaube ich, auch noch eine Idee für einen Film. Mit einer untoten Biene. Okay, das bringt jetzt nicht allzu viel, merke ich. Ich gehe einfach mal... Da hoch muss ich, okay. Das mache ich am besten wie? Wenn du schon mal da liegst. Na also, geht doch. Ja, ja, ich weiß. Ausdauer. Komm mal wieder zurück, du Ausdauer. Ah, gestunt. Sehr schön. Zerlegt. Ja, ja, komm. Lass dich doch mal zerlegen. Im letzten Schlag. So. Zigaretten, die kann man halt auch immer noch plündern. Da gibt es nachher auch noch einen Perk, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Immer noch nicht sicher, wie ich da am sinnvollsten hochkomme. Ich glaube, hier kann ich ja nicht hochklettern. Nee. Ich glaube, ich muss tatsächlich hier an dem Ding entlang krabbeln. Dann machen wir das mal. So, krabbel die, krabbel die, krabb. Ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Ach, Crane. Das mit dem Klettern... Manchmal ist es dann doch ein bisschen... bisschen nervig. Aber ich muss auf das Gebäude hier drauf. Alles klar. Machen wir das Ganze einfach über Balanceakt. So. Super, damit hätten wir das. Jetzt müssen wir noch weitere machen. Das, wie gesagt, das zieht sich am Anfang doch noch eine ganze Weile, bis wir in den Koop-Modus reinkommen. Nehme ich auch noch ein bisschen Küchenkram mit und versuche mich hier nochmal am Schloss knacken. Das war einfach. Juhu. Wieder ein bisschen was an der Errungenschaft gemacht. Wasserrohr ist schon mal nicht schlecht. Kaffee ist auch gut. Sonst noch irgendwas hier drin? Ne. Inventar. Würde ich, glaube ich, ganz gerne warten. Das Ding ist Schrott, das heißt, das können wir zerlegen. Das Ding macht es allerdings auch nicht mehr allzu lange. Tisch sparen wir halt noch für Notfall was. Ich will mal gerade das... Ich glaube, grün, blau, orange, das ist so hier die... Was hat das denn? 30? Das hat 39, ja. Dann nehme ich mal noch hier das grüne mit.
Dann können wir den anderen Schraubenschlüssel ja auch demnächst mal austauschen. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal nochmal einen Folgenstopp. Und es werden dann doch noch 4 Folgen werden, mindestens. Wie gesagt, ich dachte, habe nicht mehr in Erinnerung, ob das ja so zieht am Anfang. Aber das heißt, zieht, dass man halt so lange machen muss, bevor man in den Koop-Modus reinkommt. Aber gut. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.